Jetzt haben wir uns umgezogen. Jetzt sind wir bei mir im Zelt drin. Das ist Tanja übrigens, die auch bei uns in der Gruppe dabei ist. Oft Köchin zum Beispiel. Jetzt ist ihre Spezialität, während meine Schreiben ist und das Essen. Und ja, ich trage jetzt hier die klassische Kleidung aus dem ausgehenden 12. Jahrhundert. Das ist eine sogenannte Gotte. Oder ein Rock, später ist das gesagt worden. Das ist eine pflanzengefärbte Wolle mit besticktem Armsaum und Halsausschnitt. Ein einfacher Gürtel mit einer einfachen Schnalle. Darunter habe ich ein paar Hosen an. Also die typische Unterkleidung eigentlich durch das ganze Mittelalter durch. Das ist ein paar Hosen, das ist die Unterhose, eine sogenannte Bruche, wo man dann die beiden Hosenbeine angemacht hat. Also darum heisst es ja eben ein paar Hosen und man kommt nur eine Hose rüber, aber man hat zwei Hosenbeine, wie es früher ein paar war. Und unten durch eine Wände genähte Schuhe, das sind jetzt hohe Reisestiefel. Man hat sehr viele Stiefel gefunden, lustigerweise in der Schweiz übrigens. Hast du das gewusst? Das nämlich, ja. Ich habe nämlich gesucht nach tiefen Schuhen und dann haben sie mir nur hohe Stiefel gefunden, geschickt. Ja, für Männer ist das durchaus nicht. Gibt's halt noch Frauen dürfen die Halbschuhe. Genau, Halbschuhe. Dafür haben sie die Halbschuhe geheiratet. Genau. Und ja, Tanja, du hast einen neuen Schleier. Ich habe einen neuen Schleier. Ja, genau. Ja. Erzähl mal noch etwas über deinen Schleier. Über meinen Schleier? Über die Kleider. Du bist jetzt wärmer angelegt. Ich bin eine Frau, ich habe immer kalt. Ich bin wärmer angelegt. Ich habe lange Kleider, im Gegensatz zum Mann. Lange. Das ist jetzt sogar überbodenlang. Also, wo unten noch etwas aufsteht. Das darunter ist etwas kürzer. Noch Mantel gefüttert mit Pelz. Schaf. Genau. Schaf ist das Minimum. Genau. Das Minimale ist Schaf. Gibt es auch in Text, wo es vorkommt, Schaf gefütterte Umhänge. Ja, Schleier. Ich habe zwei an sogar. Ich habe darunter ein Leinentuch gewickelt und dann den Wollschleier oben mit zwei Nadeln festgesteckt. Und dann einfach die Schultern gelegt. Das ist jetzt so das ist eigentlich so der Standard im ausgehenden 12. Jahrhundert. Da hat man eigentlich immer Schleier angehabt. Ja, also man sieht kaum bei ganz jungen Mädchen sieht man die Abbildungen mit offenen Haaren und der Blumenkränze. Aber im 12. Jahrhundert noch nicht so oft. Ja, ja. Aber Kopfbedeckung ist eigentlich schon fast Norm, immer. Ja, bei den Männern nicht, eben lustigerweise. Bei den Männern eben nicht. Das heißt, später kommt das dann auf. Die haben die langen Haare normalerweise. Ja. Die langen Haare, keine Kopfbedeckung. Das sieht man selten mehr dann bei den Arbeitern. Das ist unser Vereinshund. So unser Vereinshund, der möchte jetzt Silke. Ein bisschen zu seiner Mami. Schleier ist eigentlich immer der Standard. Man kann aber die fester binden oder weniger fest binden. Also, wenn man einen fester bindet, kann man besser arbeiten damit. Der ist jetzt relativ locker gebunden. Ja. Angenehm, zum sonst umeinander zu schweden. Eben genau, wir müssen nicht mehr arbeiten. Beim Kochen wird es ein bisschen schwierig, wenn der Schleier ganz so locker gebunden ist, dann kommt er einem gerne ins Feuer. Mhm. Was geht, ist, wenn man ihn dann einfach... Kannst du mir schon den Handel? Ja. Wenn man ihn dann einfach so statt so hübsch schlingt, so hinterher legt, das sieht man dann auch, kann man sich bucken und dann kommt er weiter da hinten, dann kommt er nicht. Das ist eigentlich die andere, auch historische Variante. Das sieht man auch sehr oft in vielen Abbildungen, wo sie es einfach hinten dran haben. Und im 12. Jahrhundert sieht man ihn noch viel häufiger, wirklich bunt, farbig. Ja, ist farbig. Alle Farben. Im Passauer hat es ja. Im Passauer Evangelistar hat es einen schönen Es wird dann langsam so ein bisschen abgelöst von weiß und teilweise gestreift. Das ist dann so in der eingenähte Streifen. Ja, stimmt, Streifen. Und ich tue dich jetzt da wieder anlegen. So. Und Mäntel sogar mit Kapuze bei den Damen. Also es gibt es durchaus auch. Genau. Ja. Für schön kuschelig. Und jetzt gehen wir mal ins Zelt runter. Es gibt nämlich etwas zu essen. Ja. Jetzt müssen wir mal etwas essen nachher. Ja. Hirsch. Genau. Für mich. Hirsch gibt es. Es geht nicht hinterher laufen jetzt. Sonst stehst du auf ein Pergament.